Einen schönen Willkommen zurück zu Taifu, die Rache des Tigers. Eigentlich wollte ich das den Anfangssatz anders sagen, aber jetzt habe ich irgendwie so gesagt. So, ich hatte letztens wieder Wegkreuz geschafft und nun kommt chinesische Mauer ran. Ich habe keine Ahnung, was mich jetzt erwartet. Ich soll ja, also ich wurde hier in den Bergen geschickt, weil da Fußspuren von wahrscheinlich von Tiger entdeckt wurden. Also halt Taifu-Spezies. Und Taifu soll es jetzt nachgehen und er soll natürlich zum Meister werden. Oh, ein Wildschwein. Mama! Hallo, das ist gefährlich! Oh, wow, was? Keine Kristalle? Wie sonst immer am Anfang? Oh nee. Number one busy. Wieso? War ich das gerade oder war's er? Ich glaube, ich habe ihn kaputt gemacht. Sorry, mein Ohr hat gejuckt. Was haben wir da oben? Nichts. Also ein kleines Secret ist quasi hier. Okay, komme ich auch wieder nach oben? Gut, zwar merkwürdig bin ich nach oben gekommen, aber okay. Aber die Musik ist geil. Wieder mal. Schon Kontrollpunkt? Ich musste gerade meine Kopfhörer neu aufsetzen. Weil die sich gerade so angefühlt haben, aber wollen sie gleich. Ach, da geht's bergab. Ich dachte, man konnte da rauf. Hallo, es ist gefährlich. Aua! Ey, ja geil! Gut. Und ich sehe jetzt schon, wo ich hingehen muss. Das war schon ein bisschen offensichtlich. Wie ein kleines Secret ist. Eigentlich bin ich runtergeflogen, lol. Fliege ich erstmal. Hallo? Hallo? Er rutscht ein bisschen entlang. Und wo geht's hier lang? Da geht's weiter. Zum weiteren komischen Typen. Aber erstmal hole ich mir meine Heilung.
Denn die habe ich nötig. Hallo! Mann! Was war das denn jetzt? Leute, einer hat dazu gezählt. So. Hallo? Hallo? Schön, dass ich zurückgehen kann. Komisch, sonst kann man immer zurück, aber hier irgendwie nicht. Okay, man kommt beide Seiten runter. Wie sieht nach einem Geheimnis aus? Ist das ja auch? So. Klapp. Klapp. Ach nee, Alter. Irgendwas sagt mir, dass die Jungen am Ende soll ich hier auch nochmal mehrere davon besiegen oder nicht. Wenigstens jetzt Kontrollpunkt. Ah! Oder so geht's auch. Aber dazu bräuchte ich dann Chi. Lebenspunkte! Kommen doch nach hinten. Hä? Hallo? Wieso rutscht er einfach nach oben? Hallo? Okay, ein kleines Secret wieder. Mann! Hat er sich gerade selbst gekillt? Oder geht's doch? Oder geht's da weiter? Upsala. Du darfst das zerstören. Ich weiß nicht, ob ich dann da sterbe. Was war denn jetzt los? Hallo? Tai? Geht's dir gut? Oh, Mann! Ich wusste, dass da einer ist, aber... Boah, der kam ja plötzlich. Boah, tu das nie wieder. Ah, ist beide Seiten richtig. Mein Chi! Okay. Egal welche Richtung, beide sind richtig. Hi, diesmal hast du mich nicht erschrocken, du Hans. Ich bin einmal gesprungen. So. Schon wieder? Na, ich kann mir gut vorstellen, welche.
Ja, hallo! Warum machst du nicht Ding? Puh! Mann! Das... Und schon wieder Kontrollpunkt. Was haben wir hier? Wieder unsichtbar? Was? So. Haha, ich wusste es. Oh. Au. Ich weiß nicht. Irgendwie ist das hier mir ein bisschen zu auffällig. Wie sie geht, um weiterzukommen. Mann, Junge. Oh, Heilung. Das könnte ich wirklich gut gebrauchen. Ja, klar. Mann! Alter. Der ist doch näher dran, als ich gedacht habe. Das habe ich gar nicht gesehen, dass man da einfach hochgehen kann. Ich dachte, da geht's einfach... Dings weiter. Geil! Aber wie komme ich an den ran? Ohne Witz, wie soll ich denn da rankommen? Oder ich komme jetzt da ran. Da ist schon das Ziel. Sick! Hallo! Mann, Alter! Ja klar! Hä? Hey, sag mal, hallo? Aber ich möchte noch Dings haben. Oh, du sollst doch kein Doppel... Du sollst doch nicht springen, Alter. Tschüss.
Gegen den kämpfe ich sicherlich nicht noch einmal. Die sind zwar ein bisschen nerviger, also die ja mit den etwas rittigen Stoßhörnern, aber. Oder nee, Stoßzähne heißen die ja, nicht Stoßhörner. Ja, dieses Level war mal wieder in Ordnung. Nicht übertrieben und nicht extrem nervig. Ja, solche Level mag ich. Und nicht so übertrieben oder was sonst, was so nervig sein könnte. Ja, da kam jetzt mal hier die Eber. Und damit ist schon wieder die Folge beendet. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Ja, jetzt gucken wir, wie viel Prozent ich jetzt abgeschlossen habe. Bestimmt, oh, 80%? Ich habe jetzt so gerechnet, so 76 bis 77. Oder vielleicht 75, aber 80? Okay. Jetzt gucken wir, wie das nächste Level heißt. Und wo es weitergeht. Also die chinesische Mauer haben wir abgeschlossen. Tigerberge. Also. Ob wir da teils Vorfahren vorfinden? Bestimmt. Ja, uns fehlt ja noch ein Kampfstil. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das ein Tigerkampfstil ist. Ja, wie gesagt. Damit ist die Folge wieder vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Dann geht es das nächste Mal weiter bei Tigerberge. Ich sag nur noch Tschüssi.